Ja, wir sind jetzt zwar nicht am Brunnen mit dem Eimer, aber zum einen habe ich hier jetzt ein Feuerzeug gefunden und hier einen Eimer. Warum auch immer wir jetzt den Eimer in einem Holzhaus im Kamin gefunden haben. Oder hatte ich die ganze Zeit ein falsches Wort im Kopf. Aber naja, macht ja nichts. Mit diesem Feuerzeug werden wir jetzt aber einmal kurz hier in die Kirche gehen und dann kurz die Stäbchen anzünden. Schön. Dann sind wir auch bereit, Wasser zu holen für uns und unseren Begleiter. Einmal Wasser und Feuerzeug. Schön. Sprinten wir doch mal wieder zurück. Schon nice gemacht, wie das alles da aussieht. Hallo. Ich will erstmal wieder richtig zumachen hier. Hey, ich hab Wasser. Niños. Ja. Прошу к столу. Ну что, вздрогнем? Ровной дороги нам. Petrovic. Wir heißen Petrovic. Okay. Also sind wir nicht der immune Patient. Петрович. Ich hätte vielleicht ein bisschen Fleisch von den Bären mitgenommen. Скоро до города доберемся.
Ja, das ist in Ordnung. Ich möchte ein bisschen die Brightness doch runterstellen, weil mich ist das gerade leider zu hell. Ach egal, es muss ja für die Aufnahme gut sein. Tut mir leid, dass ich hier immer wieder dran rumspiele, aber ich möchte ja, dass ihr ein möglichst gutes Ergebnis habt. Immer noch so gruselig. Es ist wohl sehr früh am Morgen. Morgennebel liegt noch. Können wir uns ja mal die anderen Häuser angucken. Alter! Ist ja einfach ein Sprengfall ausgelegt. Und ich dachte, da wäre eine Dose zu essen. Ein Blutfleck vor der Tür. Und eine verschlossene Tür. Oh Gott, was ist hier drin? Blutspritze an der Wand. Der Raum ist leer. Warum ist der Raum leer? Geld. Aber das Geld hat keinen Wert mehr in der heutigen Zeit. Aber hier wurden Nahrungsmittel. Hier hat sich jemand einkampiert. Nur derjenige hat das anscheinend auch nicht weit gebracht. Ja, in so einer Zeit dann noch an Geld festzuhalten. Selbst schuld, würde ich mal sagen. Aber der muss ja. War die Tür vorher schon auf? War die Tür vorher schon auf? Alter.
Schön. Schönes kleines Detail. Aber jetzt mal ohne Witz. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ja, nee, noch eine Vogelscheuche. Hätte gerne noch ein bisschen mehr als nur das Messer zur Verteidigung. Vielleicht auch eine Pistole. Fenster hat er auch von dieser Seite aus zugestellt, okay. Hätte ich dann vielleicht von innen gemacht, weil hier kann man das ja einfach so zur Seite nehmen. Ich habe nur Ja, ich habe halt nur einen Hund über die Straße laufen sehen. Ja, stimmt, das Lagerfeuer, das brennt noch, das glüht noch. Hallo? Tür ist auf. Muss da noch jemand wohnen? Ja, das eine Haus werde ich gleich checken. Ich möchte aber zuerst einmal. Wenn die Fenster schon verhangen sind, dann kann ich da auch nicht ins Haus. Eine Axt. Ein, wie es scheint, benutztes Klo. Klohäuschen. Da ich es angefasst habe, erstmal Hände waschen. Hallo? Es fängt auch noch an zu regnen. Ein Schrank vor einer Tür. Erste-Hilfe-Kästen. Ganz schön, dass wir noch mal einen gefunden haben. Nach der kleinen Bombe, die wir gerade ausgelöst haben. Die natürlich jetzt extra noch mal in die Ecken. Da ist unser Freund. Volle Badewanne. Grandmother Lisa is getting worse every day. We are thinking a lot how to ease her pain, but we could not do it. We just let the crash. Ich entschuldige mich übrigens, falls meine englische Aussprache miserabel sein sollte, was ich sehr vermute. We had to leave her here to board up the windows and barricade the door. If you are reading this, be careful. Oh. Leute sind ja keine
gewissen Schlüssel. Oder muss ich die Tür aufschlagen? Die bewegt sich noch. Kann man was durchs Fenster erkennen? Hey, da drin. Und die bewegt sich halt noch. Hallo, Omi. Ganz ehrlich, wer hätte es nicht gemacht? Haut's mal bitte in die Kommentare rein, ob ihr sie, ob ihr dasselbe gemacht hättet oder ob ihr sie am Leben gelassen hättet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sie sah nicht mehr gut aus. Oh, ja, yeah. Und, bevor sie mich noch angreift und mich quasi infiziert oder noch weiter leidet. Nee. Nee, nee, nee. Ich meine, man weiß nicht, was passiert wäre. Ich würde ja gerne noch eine Kerze für sie anzünden. Aber. Nee, 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 nee. Tür zu. Schrank kann ich leider nicht mehr davor schieben. Aber naja. Ja gut, wollen wir dann weiter oder? Ich meine, es tut mir wirklich leid für die Frau. Aber zum einen geht es hier um meine eigene Sicherheit und zum anderen auch zum Teil um ihr Wohl. Na? Und ich denke halt nicht, dass das dann verwerflich ist, was ich da gemacht habe.
еще раз, да еще много, 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 много раз. Да еще раз. Okay. Да еще много, много раз. В чистом поле Васильки, дальняя дорога, сердце рвет. Alter, hat da gerade jemand gekichert? War mein Buch vorher auch schon blutverschmiert? Chaos is coming. The virus unknown to science continues to claim lives all around the world. So scientists have a hypothesis that the virus may be the new strain of Ebola virus. The symptoms are similar, however, the impending epidemic threatens for with far more serious consequences. The disease is practically incurable and proceeds very rapidly. The mortality rate is 83%. In rare cases, the patient have the immune system, which in a few days displays the body of toxic substances and removes the virus. Todesrate bei diesem Virus 83%. Das ist schon krass. Sehr, sehr krass. Sehr seltenen Fällen hat man halt ein so starkes Immunsystem, dass quasi dieses Gift schnell vom Körper bekämpft wird, aber das ist nur in den wenigsten Fällen so. Krass. Okay. Hallo. Nice. Muss ich eigentlich? Ah, okay, 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 okay. Man hat gerade schon gesehen, dass mir ziemlich schwummerig geworden ist und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich so ein Kichern gehört habe. Ich war einfach, musste einfach was essen. Okay, gut zu wissen. So, was haben wir hier noch? Nichts, okay. War ja nicht unnötig, das Licht brennen lassen. Wo zum Teufel ist eigentlich unser Freund? Der weiß doch, dass hier so ein komischer Typ noch rumläuft. Ich glaube nicht, dass die Oma da irgendwie das Feuer hat brennen lassen. Tür ist verrammelt. Okay. Kann ich hier den Kofferraum öffnen? Hallo? Nein. Ich glaube nicht, dass das Buch vorher schon so verschmiert gewesen ist. Da hinten steht der Gans. Und jetzt rennst du los, oder was? Hier ist nix. Nice, eine Drasine.
канистру свистнули. Придется поискать топливо в деревне. По сараям пошарить. Надо найти топливо в деревне. Канистра мит... Warum? Wo soll ich denn jetzt einen Kanister mit Benzin herkriegen? Hat er sich hier mal umgeguckt? Ich will mal genauer reingucken. Nein, da war nichts. Nein, hier war auch nichts. Oh, nee. Vor allem finde ich es nicht gerade schön, dass es die ganze Zeit nass regne. Was kann ich nicht benutzen? Ach, Herm. Hol ich mal hinter diesem Haus. Hier ist aber leider auch nichts. War ich hier schon drin? Nö. Ja, etwas. Zwei Bücher kann ich aber sowieso nicht lesen. Kann ich auch nichts mitnehmen. Ein Buch ist da noch drin. Ich habe halt das Gefühl, als ob ich die ganze Zeit beobachtet werde, ne? Ich habe jetzt einfach meine Batterie verwendet. Ich weiß aber noch gar nicht, wofür genau. Irgendwie schwummerig. Ich hätte gerne so eine Anzeige dafür. Haben wir hier noch? Essen. 11 Rationen haben wir jetzt. Haben wir hier? Irgendeine komische Statue, okay. Zettel. Since the beginning of the events, my life changed dramatically. I was lucky that the disease did not affect me, but there are still a bunch of troubles. Living here is definitely easier than this, that in the city. Substance farming helping greatly. Because I know I can go to the store to buy potatoes with meatballs, can taste any cold beer. Oh, Bier. Hätte ich jetzt auch gerne. Sagte er um 2:30. The marauders beset traveling from place to place, robbing travelers do not disdain with anything. Must have completely forgotten of consistency and honor. Sooner or later I will have to get out of here. Yeah. Also Banditen scheint es auch hier zu geben. Ist das meine... Das Blut ist meine Lebensanzeige quasi. Ah, sweet. Schöne Lösung, wirklich schöne Lösung.
Also darf ich wirklich nicht zu lange für irgendetwas. Komm ich da nicht rein? Achso. Für irgendetwas brauchen. Denn wenn ich irgendwann weiter fortgeschritten bin in der Story und dann kein Essen. Also hier war das, okay. Kein Essen mehr zur Verfügung habe, dann ist das Spiel vorbei. Wer hat denn noch Geld hier? Ich brauche aber Benzin. Kann ja sein, dass das, dass ich schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen bin. Aber ich weiß ja auch nicht, wie dieser wie dieser Benzinkasten aussieht. Ob der aussieht wie ein ganz normaler Benzinkasten, so wie wir ihn alle kennen, oder? Wir hoffen, dass die Omi da noch schön drin sitzt. Oh. Zwei Gräber. Mit Blümchen drauf. Ach, Mann. Wieso ist da jetzt eine Klinke dran, aber woanders nicht? Ach Mann, warum ist denn hier jetzt... Warum muss ich einen Benzinkanister suchen? Ich habe auch die Vermutung, dass ich schon wieder viel zu weit laufe. Dass er eigentlich irgendwo da hinten bei der Drasine rumliegt, in der Nähe. Doch hier im Kofferraum? Nein. Alles zu. Dröhnen kommt aus dem Wald. Da, kann ich da hin? Warum machen die da Gebäude? Alter, da wird man übelst gebaitet. Need to find fuel in the village. Willst du mich veräppeln? Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Benzinkanister habe.